Doch, ich werde jetzt nicht zurückgehen. Ich werde jetzt nicht alles nochmal neu machen hier, oder? Was heißt nochmal neu? Nochmal den Weg hier zurückverfolgen. Ich werde einfach hier direkt weitergehen. Und dann läuft es. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viele Level hier nach noch kommen werden. Es sind noch mindestens 2 oder 3. Wahrscheinlich eher 3. Weil, ne, es sind noch mehr. Hast du noch mehr? 4 oder sowas? 4, 5? Noch so ein paar, ne? Also wir werden noch ein bisschen was sehen hier. Ich versuche mich, oder ich habe mir vorhin versucht, mich zu erinnern, wie die Level eigentlich noch aussehen, was da eigentlich noch alles passiert. An ein paar erinnere ich mich, wie gesagt. Also 2, 3 verschiedene Settings weiß ich noch. Wobei die auch ziemlich cool waren. Also wir werden nachher, oder was heißt nachher, wir werden später noch einige hübsche Stellen haben. Noch ganz viel mit Wassereffekten, dass dann ein Gebiet quasi halb im Wasser liegt. Das sieht eigentlich ziemlich cool aus die ganze Zeit. Und fand ich damals auch ziemlich cool. Oha. Da fuchtelt echt viel rum hier, ne? Oha. Oh, okay. Doch, das geht. Ja, Vorteil von der Axt ist also quasi jeder, der uns in dem Augenblick näher kommt, der stirbt einfach mal spontan. Ah, okay. Na, vielleicht doch nicht. Au. Stichwort sterben. Schnauze. Hahaha. Ha, ha. Lustig und so. La da da. Plops. Doch, die Axt gefällt mir. Warum habe ich die damals auch nie benutzt? Die normalen Angriffe sind totaler Murks, ne, von wegen 66 Kraft. Das ist totaler Schwachsinn, aber sobald man hier die Kombination benutzt, meine Güte, das Ding kann theoretisch, wie oft haut er da rum, 6 Mal, 5 Mal treffen mit jeweils irgendwie 2000 Schaden. Das ist schon okay, das kann man wohl machen. Ja, gewonnen habe ich glaube ich hier noch nichts, ne, so richtig. Oha. La da da. Schwupps. Ah, Plomps. Da, da. Achso, okay. Ah, da sind wir eben hochgelaufen. Dann hätte sich hier dieser Weg auch erklärt. Was ist das hier? Ein Stein. Oh, ein Stein. Hui. Ja, ich wollte einfach mal springen. Ja. Das ist irgendwie zu einfach gerade mal hier mit dieser Axt. Finde ich lustig. Hm. Lustig und ein bisschen seltsam. Ich habe gerade meinen Überblick verloren. Ach, guck mal. Da kommen wir jetzt schon hin. Ich dachte, es wäre erst später. Ah, wobei hier ist noch zu. Ziemlich zu. Die Tür ist ziemlich zu. Ich glaube. Was? Ach, nö. Die Tür ist trotzdem ziemlich zu. Ich dachte, wir würden hier später erst hinkommen. Beziehungsweise wir kommen hier auch später hin. Allerdings dann von der anderen Seite aus, von drinnen aus. So, plops. Ah, so, plops. Angenehmerweise ist die Kombination ziemlich einfach zu machen. Da kann man die wild herumspammen, jedes Mal benutzen. Okay, also hier können wir noch gar nichts machen. Das ist nämlich quasi das Gebäude, wo wir nachher rein müssen. Kann man da schon reinlinsen vielleicht? Da ist einmal so ein Miniaturobelisk. Ja, da werden wir noch reinkommen. Das heißt, eigentlich ist es vollkommen schnuppe, dass ich hier bin jetzt. Das ist ja gemein. Hm, na gut. Ich glaube, zurücklaufen muss man nachher eh nicht mehr. Weil es dann wieder, ne, von wegen, wir haben alles besiegt, wir können dann weggehen hier. In der Art, dann ist passiert. Dass das Level einfach mal zu Ende ist. So. Tja, sehr schluchtig das Ganze. Es ist halt eine Schlucht. Meine Güte, was soll man dann noch zu sagen? Außer schluchzt nicht. Es ist noch nicht alles zu Ende. Ist das richtig hier? Hier waren wir schon, aber noch nicht überall. Das ist nicht nett. Boah, das zerfällt das alles. Was ist hier? Aha. Oho. Oho. Moment. Ich speichere. Hallo. Hi. Na du. Kaputt. 12.000. Okay. Probieren wir das mal. Dicht dran sein? Nee, nee, nee. Ich werde zu dicht dran. So. Mach es. Tu es. Okay. Ich wollte gucken, ob ich ihn mit einer Kombination umhauen kann. Aber anscheinend nicht.
Ja, ist ja gut. Alter Angeber, du. Ja. Das macht wirklich so 2.000 bis 3.000 Schaden jeweils pro Angriff. Das hat was. Ja, doch. Ja, 2.000, 3.000 nicht. 1.500 bis 1.200. 1.500 bis 2.000. So rum. Da kommen wir her, ne? Da müssen wir, da kommen wir oben hin. Ich glaube, auf die andere Seite kommen wir nicht an. Wobei. Kommen wir da hin? Doch, auf die andere Seite kommen wir schon. Ja, sehr gut. Als ob ihr mich beeindrucken könnt. Flops. Ich kämpfe jetzt nur noch mit dieser Kombination. Weil die gut ist. Das ist für mich Grund genug. Flops. Mir egal, dass das Ding noch was anderes kann. Das andere Zeug ist schwach. Ja, hier komm, bitteschön. Noch nicht mal da gewesen und schon kaputt gehauen. Wunderbar. Ich habe gerade ein bisschen den Überblick verloren. Wobei, es wird wahrscheinlich nicht, es dürfte nicht so kompliziert sein hier. Tja, aber so ist das. Ne? Einfach mal hier überall langlaufen. Passt schon. Ah. La, da, da. Flops. Wunderbar. Erinnert ein bisschen an einen Bereich aus Atlantis 1. Das Adventure. Da, wo man die Königin aus Dings, hier, wie heißt's? Befreit. Die Gegend halt, ne? Da, wo auch alles so tot und tunlich war. Wo man sich als Wache verkleidet. Ja, als Wache gar nicht, als. Doch, als Wache auch. Oh nein, jetzt spoilere ich. Guckt Atlantis, das sagenhafte Abenteuer. Ein schönes Spiel. Sogar noch älter als das hier. Das ist auch nix. Oh. Ich glaube, das hier in der Mitte. Ach Gottchen. Ja, Angeber. Oh, toll. Du bist so stark, dass du eine Wand kaputt machen kannst. So. Oh. Okay. Eigentlich ein bisschen armselig, dass ich wirklich die ganze Zeit mit dieser einen Kombination hier kämpfe. Aber es funktioniert. Vor allem sehr gut sogar. Oh. Das sollte sich vielleicht gleich ändern, dass ich nur mit dem alten Schinken hier, mit dem Eispickelchen kämpfe. Ja, hier kommen wir weg, den Quatsch. Da, bitteschön. Axt der Verdammnis. Die hat ordentlich Wumms. 500 Schaden pro Schlag. Plus. Resultiert in 536 Schaden. Power vielmehr, nicht unbedingt Schaden. Overkill heißt das Ding. Nach rechts angreifen, nach hinten und links drücken. Mal gucken, ob das klappt. Das war noch nicht so Overkill. Okay, das sieht interessant aus. Der einzige Overkill ist wahrscheinlich im Moment da, in dem Fall, dass es unsere komplette Ausdauerleiste frisst. Mal wieder. Da müssen wir aufpassen, glaube ich. Da war das Eisschwert wirklich praktisch. Das hat kaum irgendwie was gebraucht. Also der Spritverbrauch, ne, war sehr gering dabei. Oh meine Güte, warum ist es so verwinkelt hier? Was soll denn das? Kommen wir hierher? Nee, ein Hebel. Okay, ich weiß nicht, ob mir das gefallen will, das Geräusch. Ich behaupte mal nicht. Eisschwert schon wieder. Das hat aber keinen Special Move, ne? Also hier. Hier, Eisaxt haben wir ja hier, aber Eisschwert hatte, glaube ich, nichts Besonderes. Deswegen war zum Beispiel auch das Feuerschwert und die Feueraxen nicht so cool. Das große Schwert des Feuers ist allerdings noch ein anderes hier. Und das werden wir auch erst später bekommen. Das hat sogar zwei verschiedene Angriffe. Total cool und so. Ach, da unten ist wieder... Aha! Ich erkenne etwas. Da waren wir eben schon. Tja. Ich weiß allerdings auch noch, was dieser Sound hier eigentlich macht, von daher, es ist schon alles richtig. Wobei, wir entfernen uns da gerade von. Gefühlt hier nach links irgendwo. Genau, und zwar das Ding hier. Ich habe keine Ahnung, warum man das so gemacht hat. Wahrscheinlich, wenn man das wieder ausschaltet, dann ist es, dann ist das wahrscheinlich wieder oben, oder? Oder? Nee. Ach, cool. Ich glaube, das war am Anfang nämlich oben. Und, da
da musste man das entsprechend aktivieren, damit das runtergeht oder hoch, hoch und runter geht. Ich habe damals allerdings immer, glaube ich, versucht, mich da einfach so durchzuquetschen. Und entsprechend bin ich auch spontan einfach mal gestorben. Ne, als ich dann platt gemacht wurde. So. Das ist alles schön und gut hier. Das Schild ist schon ganz nett, ne? Hier Armbrüstchen drauf. Mittlere Zwergenrüstung. Schwergenrüstung. So. Wir trinken einen Trank und unsere Rüstung wird sauber. Das ist schön. So muss es sein. Wahrscheinlich haben wir Spülmittel getrunken. Er ist runtergefallen, oder? Muss er eigentlich? Hallo. Ich kann ich auch ohne Kombination hier ernten. Wie gesagt, die Axt macht massiv viel Schaden. Es gibt nur eine Waffe, die auf dem Stand mehr Schaden macht. Und das ist das Sägeschwert und das bekommen wir auch noch. Es macht dann nicht 500, sondern 800 Schaden. Und dann geht's rund. Gut, die Gegner haben dann auch entsprechend mehr Leben, aber dann geht's trotzdem rund. Weil auch die Säge, oder der Special Move, wie auch immer der heißen mag, Chaos Killer, der klingt schon so. Haben sie sich nicht mal mehr die Mühe gemacht, einen deutschen Namen dafür zu finden? Chaotenkitzler vielleicht. Das wäre lustig. Hallo. Hey. Warte mal. Nach rechts angreifen wir nach hinten und das da. Wieso oder was? Ja, funktioniert. Ein bisschen. Oh, das war nett. Einfach mal den Trank hier, weil wir den nächsten hier geschenkt bekommen. Ich mag es immer. Also, ja. Was heißt, ich mag das nicht. Ich will halt immer schauen, dass ich da möglichst nicht komplett ohne Trank durch die Gegend latsche. Bisher geht's auch echt gut. Da unten kommen wir da noch hin. Hier ist noch ein zweiter Innenhof. Also ich finde die Gegend hier, ne? Auch dieses Gebäude hier, finde ich wieder sehr hübsch. Ein Kügelchen. Ein Lebenstrank. Kugel, nehme ich die Kugel. Was auch immer das sein mag. Und irgendjemand hat auf uns geschossen. Das konnte man gut hören. Als es geklackt hat. So. Die Kugel wird uns... Ah, was ist das denn hier? Wird uns bestimmt helfen. Die ist bestimmt nett. Loings. Ich guck mich jetzt nochmal hier oben um. Achso, ich hätte auch von der anderen Seite aus hier hingehen können. Alles klar. Ja, dann fahren wir mal runter, ne? Flops. Warum nicht auch mal sowas? Hm. Lange nicht mehr gemacht, ne? Hier die ganzen Vasen auseinandergedeppet. Da war gerade noch ein Gegner. Oha, Essen. Ja, nicht so interessant. Ich meine, klar, die Truhen, dass da was Besonderes drin ist, das kann gut sein. Ach, wie was... Ein Eishammer gibt's ja auch noch. Das ist ja mal cool. Geht das? Na? Doch, das geht auch. Aua. Au. Das ist halt das Schöne, ne? Das ist quasi für mehrere, also für eine Waffengattung Kombination gibt. Das heißt, man hat quasi mit jeder Waffe einfach mal so eine Handvoll verschiedener Kombinationen immer parat, plus das Spezialding von, naja, von überhaupt. Von der Waffe selber. So. Dama sieht schon cool aus. Oder ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Eisaxt. Hätte man auch mit der anderen Waffe? Oder in dem Moment, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ob diese Specials hier, ob die für die verschiedenen Charaktere verschieden sind. Von wegen, dass bei dem Zwerg zum Beispiel dann nicht die Eisaxt stünde, sondern der Eishammer hier. Das kann sogar sehr gut sein. Ich bin mir nicht sicher gerade mal. Das kann ich mir sehr gut vorstellen gerade. Interessant. Ja, ein bisschen interessant zumindest. Okay, auf dieser Seite ist sonst, glaube ich, nichts mehr zu holen. Wir müssen auf die andere Seite uns wieder begeben. Meine ich zumindest. Boah, können wir auch einfach mal machen. Ne, einfach mal hier ein bisschen Wanderschaft und so. Ja, Heiltrank, ja. Kann man machen, klar.
So, ich würde gerne nach unten. Hoi! Und zwar diese Halterung hier. Da kommt unser frisch gewonnenes Energiekügelchen rein. Warum auch immer. Meine Güte, die Effekte sind schon verdammt cool, finde ich. Das schreit doch schon wieder nach Speichern und nach Kampf sogar. Wobei, ich glaube, ja, wobei, ja. Das ist Vilya, der tiefblaue Aquamarin. Wächter über das Grab des Schwertes. Eingefasst unter den Zeichen der Schnecke und des Dreizacks, dem alten Wappen der Fischer des Wiener Jahrmeeres. Gibt es hier eigentlich in dem Spiel irgendeine Tür, die einfach nur aufschwingt? Ich bin mir gerade absolut nicht sicher. Das sind alles, entweder die Türen fahren hoch oder die Gitter fahren runter oder hier die Tür fährt auseinander. Ich glaube, es gibt keine einzige Tür, die einfach nur aufschwingt. So eine ganz normale Standard-Billo-Tür. Das gibt es, glaube ich, nicht. Habe ich zumindest noch nicht gesehen jetzt hier. Ja, der Kampf passiert nicht direkt, wenn man den Edelstein findet, sondern hier außen. Das ist aber auch nicht weiter schlimm. Weil, sind wir mal ehrlich, der ist zwar ganz nett hier, aber der unterbricht uns. Verdammt, aber der macht uns keinen Schaden. Aha. Und da oben ist jemand mit einem Bögelchen. So, und? Rühr, au. Nein. Die Kombination mag nett sein, aber sie ist sehr langsam, beziehungsweise sie braucht sehr lange. Ja, kriegen wir es jetzt vielleicht hin? Komm näher. Au. Was waren das? 4000 Schaden? Oder 3000? Ich glaube 4000. Ja, aber wie gesagt, die ist wirklich langsam. Machen wir die hier wieder. Rühr. Das ist ja rührend. Und? Bams. Cool. Cool. Ach, muss er da doch wieder zurück. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir hier schon durch sind, ehrlich gesagt. Irgendwas fehlt mir nämlich noch. Genau, irgendwas fehlt mir noch. Wir finden den Edelstein, sind aber noch nicht durch. Das ist eigentlich recht bezeichnend. Ich weiß nicht wofür. Flops. Aber es ist halt so. So, rüber. Da ist die Eisaxt fast schöner, ne? Weil man einfach mehr Ausdauer behält. Das ist zwar auch ganz cool hier. Und? Na, was haben wir denn noch für Äxte? Hackwolf habe ich die ganze Zeit gemacht. Weiternschwert und Axt Todbringer. Stimmt, da war ja was. Das andere war ja auch eine Axt hier, der olle Stachelklumpen. Das war ja auch alles eine Axt. Knochen. Ja, was soll ich mit Knochen? Was soll ich mit Fleisch? Ich könnte mir jetzt nochmal den Tausendertrank holen da. Das ist mir gerade mal auch recht egal. Und irgendeine Stelle hat mir noch gefehlt hier. Eine Stelle, von der ich eigentlich wusste, dass sie kommt. Aber das Level ging fix. Ich weiß nicht, ob... Du hast die Pläne des Gegners vereitelt, denn es ist dir gelungen, den blauen Edelstein Vilya zu befreien, der unter den Zeichen der Schnecke und des Dreizacks, dem alten Wappen der Fischer des Wiener Jahrmeeres, eingefasst ist. Was ich sagen wollte, irgendein Teil fehlt mir da. Irgendwas, wo ich mich ziemlich genau dran erinnere, glaube ich, hat mir noch gefehlt. Wahrscheinlich, ich glaube, ich habe das Level nicht komplett erkundet. Ich glaube aber auch nicht, wobei fehlt mir wirklich was. Oder ist einfach nur meine Erinnerung getrübt? Ich weiß es nicht. Ich glaube aber auch nicht, dass da wirklich noch viel mehr zu finden war. Und wir sehen es, das Schwert, hier der Tempel der Iana. Das ist unser nächstes Ziel. Das heißt, wir sind auf einem guten Weg. Nicht das Spiel durchzuspielen, aber doch zumindest die letzten 2, 3 Level zu beginnen.
Tempel der Iana, ein wunderschöner Tempel tatsächlich, der ein bisschen gemein ist. Und coole Sache. Starten wir es einfach mal.